Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Far Cry 5. Wir haben ja letztes Mal irgendwas gemacht. Warte. Ach ja, genau, wir haben hier die Geiseln gerettet. Ich wollte gerade sagen, da hockt noch eine. Wir haben hier noch ein Prepper-Versteck abzuholen. Ja, was ist los? Er hat von dem Bunker voller Waffen auf dem Dover-Spike-Gelände Wind bekommen. Wir sollten hin und dafür sorgen, dass sie ihm nicht in die Hände fallen. Zuallererst sollten wir mal diese Schaufel nehmen. So, Schaufel for the win. So sieht es nämlich aus. Okay, wir machen weiter. Letztens wurde gefragt, ob ich jetzt schon bald fertig mit der Story bin. Ich glaube nicht. Also, ich glaube, man muss erstmal die drei schädigen. Ne? Also gut, eigentlich sind wir schon recht weit irgendwie, was diese Schadenspunkte angeht. Wir müssen die drei schädigen, dann wahrscheinlich jeweils jeden töten und dann am Schluss dann zum großen Meister voranschreiten. Wie man hier sieht, haben wir hier unten schon das meiste gemacht. Hier oben geht es auch ganz gut, aber bei ihr hier unten haben wir bis jetzt so gut wie gar nichts gemacht. Wir haben hier ja ein bisschen angefangen und sind aber gar nicht großartig weitergekommen. Ja, was ist hier noch zu tun? Es gibt einmal diese ganzen befreie Insektenaußenposten hier. Dann gibt es noch die extra Mission, diese hier, Nebenmission. Hier unten ist, glaube ich, noch eine Hauptmission. Wo sind wir gerade? Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Hallo, hallo? Da sind wir. Dann gehen wir mal da hin. Das ist ja gar nicht so weit weg, 400 Meter. Ja, das ist hart krass, weißt du, mit der Wolf. Wir gehen da mal zuerst hin. Ja, was ist los, Hundi? Da ist ein... Oh mein Gott, Inhuman Collections! Oh, ich bin so ein Tier. Ich kann ja gerne sagen, dass das ziemlich tierbehaftet war, dieser Wurf. Das ist was gedacht. Schnell. Bye, bye, Power Rangers. Gerade noch hinten so am Arsch getroffen. Wenn es jetzt echt schon so schnell gehen würde, wäre ich etwas enttäuscht, weil, wenn ihr euch das anguckt, guck mal, wir haben die ja wirklich alle schon zu einem guten Teil. Und es gibt ja noch so viele kleine Sachen hier, ne, die man, Außenposten und dies und das und Missionen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass das so schnell down geht, obwohl ich da so viel zu tun habe. Wir haben eine Herausforderung abgeschlossen, okay, einen Vorteilspunkt erhalten. Ah, die sehe ich hier ja auch, ne, was oder wofür ich diese Vorteilspunkte bekomme, hier. Das gibt dann immer einen Vorteilspunkt. Hier sind die, die wir noch nicht gemacht haben, hier oben. Kills mit Flammenwerfer. Und Kills mit Raketenwerfern. Gut, das haben wir jetzt da gleich. Das müssen wir mal alles abmachen, abarbeiten hier, Leute. Flammenwerfer, Raketenwerfer. Okay, nach dem Raketenwerfer machen wir den Flammenwerfer rein. Erinnert mich bitte dran. Was ist denn unsere Mainwaffe? Die Schrot ist unsere Mainwaffe. Aha. Wir wollten doch eigentlich Sneaky Peaky machen jetzt in Zukunft. Was? Tollwütiger Wolf. Raketenwerfer, Kill, ich komme. Mal gucken, ob er einfach stehen bleibt. Nice, wir gehen einfach weiter. Drei Vorteilspunkte. Madame. Ich muss kurz wechseln. Ich muss bei dir Waffen wechseln, Fräulein. Erstens mal den Scheiß verkaufen. Ja. Wir haben recht viel Cash, fast 8000. Sehr gut. Und jetzt gucken wir mal, was der Flammenwerfer kostet. Ist der hier mit dabei? Ist das der? Ne, das ist ein Granatwerfer, ne? Ja, sieht aus wie ein Granatwerfer. Flammenwerfer ist wahrscheinlich hier dabei. Da ist er. Wir können ihn sogar einfach nehmen. Ja, optimal. Optimal. Geiler Skin noch drauf. Das wird der Girly-Flammenwerfer, glaube ich. Ja, das wird unser Girly-Flammenwerfer. Ja. Girly. Du siehst aus, als könntest du mit einer Waffe umgehen. Mhm. Hallo, brr. Oh, no, dude. Schön brennen, gell? Danke. Booyah-Shaka! Aha. Jawohl! Herausforderung schon abgeschlossen. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Boomer. Boomer, komm da raus! Er brennt. Boomer brennt. Oh mein Gott. Aber jetzt ist er in einem Bereich, wo es gar nicht mehr... brennt. Okay, läuft. Ja, wisst ihr was? Da könnten wir jetzt fast noch ganz kurz die Waffe wieder zurückwechseln. Obwohl der schon echt geil aussieht, oder? Ja, das sieht schon cool aus. Ach komm, wir gehen jetzt... Na, aber wir haben dann eine Schrotflinte und eine Raketenwerfer. Das ist echt kacke. Das ist schon wirklich sehr kacke. Der Wald ist so schön. Guck dich das mal an. Zieh bloß ab mit deinem blöden Flugzeug. Ja, ich... Hey, ich rede noch mit dir. Ja. Renn doch nicht weg. Also, ich wollte sagen, du hast den Blick eines Jägers und das ist gut. So wie es hier zurzeit läuft... Das haben wir doch alles schon gehört, dieses Blick des Jägers, oder? Hier ist doch Blade, die Frau.
Ich würde gerne die Sachen... Oh, guck mal, wir haben schon fast alles... Ah, nee. Ich dachte, das wäre alles schon gemacht. Ah, alles klar. Gefangene Forellenbarsche. Gehäutete Elche. Ah. Okay. Mhm. Verbrauchte Homöopathika. Da kann man noch einiges reindrücken. Wingsuit-Distanz. Maximal oder, oder mit einem Flug? Minuten im Koop. Koop müssen wir noch zocken, ganz klar. Boomer Gesamtkills. Aha. Ah, das gibt dann auch nochmal. Ah, okay, klar. Und da gehört der Android nicht dazu, ne? Der Android hat irgendwie schon 80 Millionen Kills. Warte, wir können ja hier nachgucken. Und der zählt halt nicht dazu. Der hat jetzt schon 56 Kills. So, die hat 11. Wer hat denn die meisten? Na, Boomer mit seinen 5 steht schon ganz gut dabei, obwohl sie auch nicht schlecht ist. Wir behalten Boomer auf jeden Fall und machen mit ihm auch mal die Kills voll. Kills mit Dynamit, da können wir noch hochfahren. Kills mit Granaten, Kills mit Mollys, Wurfmessern und so weiter. Fernkampfkills. Stimmt. Da haben wir auch nur einen bis jetzt gemacht. Das heißt, ich würde sagen, wir holen uns vielleicht... Kann man bei der auch... Ja, ja, ist mir jetzt egal. Ja, geh nicht gleich die Wand hoch. Ist halt scheiß langweilig, was du laberst, weißt. Wir holen uns jetzt einen Sniper. Ein Sniper holen wir uns jetzt. Und zwar... geil. Oh, sieht das Ding geil aus. Und zwar die hier. Aber ist das nicht wirklich... Ist es ein dieses halbautomatische Gewehr? Wurde? Doch, das ist das Teil. Und jetzt würde ich sagen, machen wir da noch Schalli. Ein Schalli dran. So, ja. Magazin brauchen wir nicht, aber noch ein Titan-Skin. Wisst ihr was? Heute fühle ich mich fancy. Heute fühle ich mich einfach mal fancy. Nennt mich heute Franzi. So. Was für ein Scope habe ich da dran? Ich zahle gutes Geld für Tierfälle. Pass nur gut auf dich auf da draußen. Das wird reichen. Das wird reichen. Und so haben wir hier drüben halt noch den Flammenwerfer. Warte mal, Frau. Ich habe da vielleicht auch noch ein Anliegen. Ich weiß nicht, Flammenwerfer, jetzt haben wir den Killer damit gemacht. Jetzt könnten wir hier auch umschwenken auf sowas Überkrasses. Also irgendwas, was wir uns noch leisten können. Obwohl wir leider schon sehr, sehr runtergekauft haben, ja. Guck dich mal, oh, der wäre auch cool gewesen. Guck dich mal das Ding an. Hilf Larry bei den Parker Laboratorien im Holland Valley, um diese Waffe freizuschalten. Das müssen wir machen. Guck mal, das hält man dann hier in der Seite. Mit beiden Händen. Wir nehmen jetzt mal diese Zwille. Die nehmen wir jetzt mal. Ja. Kann man die jetzt einfach hier vorne reinmachen? Ich meine hier hin. Wow. Da, das ist wieder die Girly-Waffe. Okay. Ich bin halt manchmal ein kleines Girly, oder? Wenn du Geld ausgeben willst, ich verkaufe. Passt schon. Haben wir davon unendlich viele Schuss? Ja, haben wir. Nice. Da bin ich jetzt aber gespannt, ob man damit Leute einfach umnatzen kann. Also ob wir die echt einfach ummachen können damit. So einen Schuss an den Kopf und tot. Brennt da unten jemand was? Hat es. Wie, du gehst rein? Wie gehst du rein? Hier ist ein schöner See. Es ist so extrem idyllisch. Ist geil. Ja, mach doch. Na, ruhig mit deinem Angriff. Greif mal die Jägerin an. Die ist mir sowas von egal. Hier gehen wir gleich jagen, oder? Ich meine angeln. Hier gehen wir gleich eine Runde angeln. Ihr habt euch eher gewünscht, dass ich öfter angel. Das kann ich sehr gerne machen. Oh. Ist das jetzt ein Bösewicht, oder? Muss nicht zwingend ein Bösewicht sein. Kann ich hier bitte mal durch? Ist das komplett abgesperrt? Ach komm. Und da spielt er noch voll laut Musik. Die wir unbedingt ausschalten müssen. Musik. Ist das jetzt ein guter? Das ist... Wo kann ich... Wo? Wo? Oh, da. Wo geht... Ah, der hat das da oben laufen an seinem... An seinem verschissenen... Okay, ich labe ihn einfach mal direkt an. Hey, Boy. Was hast du zu tun? Konflikt. Was ist ein Konflikt? Ich sag das schon seit Jahren, aber natürlich taucht erst jetzt auf. Ja. Ah, noch jemand, der nach Gerechtigkeit sucht. Ja, ich weiß, wer du bist. Dieser Deputy, der Globalist, er ist kräftig in der Scheiße rühren. Exactly. Du weißt, dass ich recht habe. Sprech es aus. Sag es zusammen. Ja, wir sind alle. Wir sind alle Sklaven der Regierung. So ist es. Gedankenkontrolle. Ganz genau, Partner. Das planen die schon die ganze Zeit. Okay. Ich weiß es. Ja. Du willst wissen, wie sie das machen? Ja, Musik. Mach mal die Musik aus, bitte. Tja, jetzt nicht mehr. Du und ich, wir beide ficken die Regierung. So richtig. Okay, gut. Ich erklär's dir auf dem Weg. Ja.
Schnell, schnell, komm mit. Wir müssen von der Musik weg. Ist ja schrecklich. Go, du fährst. Nee, lass mich fahren. Du bist viel zu langsam. Sicher, wenn ihr das nicht fahren kann. Ah, scheiße, ich kann echt nicht fahren. Warte kurz, hier ist doch irgendwas. Komm schon, bist du dabei? Scheiß Musik nicht ausmachen irgendwie. Ja, nein, oder doch, oder nicht, oder doch, oder was? Doch, oder ja, oder ja. Kann man nicht ausmachen. Naja, egal, wir sind jetzt eh weg. Und go. Schnell fahr. Nee. Die Welt geht nicht unter. Der hat doch jetzt nicht hier drin die Musik an. Das ist doch nur so eine teuflische Einschüchterungstaktik der Regierung, um uns von dem abzulenken, was wirklich passiert. Ja. Das hier ist Ground Zero für alle Regierungs-Arsch-Fick-Versuche, Babyfarm, Chemtrails, Wettermanipulation, Pestizide, Ach, du Kacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Regierung, Regierung, er labert andauernd. Ist unser Fahrzeug. Oh mein Gott. Boomer, bitte heb mich auf. Und Boomer, Boomer, ich liege hier neben dir. Boomer, Boomer. Es wäre sehr nice, wenn du mich aufheben könntest. Das war's, glaube ich. Was, jetzt müssen wir laufen. Ah, ist natürlich sehr ärgerlich jetzt mit dieser scheiß Musik, dass die da drin auch noch läuft die ganze Zeit. Das fuckt halt ultra ab, ganz klar. Ich hoffe da jetzt einfach drauf, dass, falls es einen Treffer gibt, dass YouTube das dann aber dann diesmal gescheit klärt und nicht einfach schon, das Video zerstört. So. Go, fahr. Okay. Ich bleib hier draußen, da ist die Musik nicht so laut. Manipulation, Pestizide, genetisch verändertes Zeugs und sowas alles. Das Lied ist auf jeden Fall Copyright geschützt, zu 100%. Fässerweise dieses gehirnzersetzende Zeug. Weißt du, wovon ich rede? Das Bliss. Ja. Sie verfüttern es an die Tiere und wir essen es dann. Wir wollen chemisch gefügig machen. Und deshalb müssen wir diese Werkzeuge der Indoktrinierung zerstören. Ja, ja. Mach doch mal die Musik aus. Und mit wir, schnell. Nicht du. Ich nee, nee. Habe eine Verbindung zu diesem Tier. Ich bring's nicht übers Herz, sie zu töten. Ganz recht, Detektiv. Ich spreche von Euthanasie. Anders geht's nicht. Pass auf, dass du alle erwischst. Okay. Das ist echt kacke mit der Musik. Es tut mir echt leid, dass ich das auch nicht irgendwie ausschalten kann. Man hat nicht die Möglichkeit, diese Musik auszuschalten. Das fuckt ultra ab. Ich hoffe, dass die Folge jetzt nicht wieder genudelt wird, weil dieses Lied, das da eben lief, ist zu 100% ein Lied, das geschützt ist. Das kenne ich. Und ja. Naja, mal gucken. Brennt's da oben? Bist du bescheuert? Ich wusste, dass man dir nicht trauen kann. Oh. Hallo. Ich hätte alle unter Drogen stehenden Tiere. Ist da gerade ein Schwein geplatzt? Tina, du warst so flauschig. Tina, Süße. Macht der das jetzt gerade? Ich glaube, der fistet die gerade. Kann das sein? So. Den Sniper da oben noch kurz wegholen. Bumm. Durch Smoke, Alter, ey. Alter, ich will auf den Kackberg. Hallo Schweinchen. Töten die Schweine die Angreifer? Kann das sein? Ja, ich habe jetzt halt eine Zwille am Start. Mal gucken, was damit so geht. Ich werde vermissen, dir den Bauch zu kauen, Kumpel. Was? Hast du alle erwischt? Nee, noch lange nicht. Alter. Okay, es killt ihn auf jeden Fall nicht. Irgendwie brennt der, da fackelt die einfach ab. Das sind die letzten zwei. Böser Hund, aus. Sehr gut, Boomer. Ah, shit. Alter. Komm her. Ah. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt treffe dadurch. Okay. Komm her. Du Schweinevieh. Boomer, mach das. Boomer, mach du mal irgendeins down. Da, Boomer, hol dir das mal. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe echt genau die falsche Waffenauswahl hier getroffen. Für diesen Job jetzt. Ist doch bescheuert. Ich mach die Zwille wieder weg. So. So, eins noch. Komm her. Na also.
Na, die war jetzt nicht so gut. Das Zwillchen, die haben es einfach im Bär, da ist so Kuh. Oh, oh, Bliss, überall. Hey! Junge, komm her. Decke Zip, während er Sprengstoff legt. Okay. Warum muss denn der damit Sprengstoff legen, der Keller? Quermunition 15, sehr schön. Ich glaube, da oben ist noch ein Medipack gewesen oder so. Hier war doch. Ah, ein Safe, sehr gut. Warum auch nicht? Und ich muss immer noch ein Safe knacken, ich weiß, ich weiß. Ach. Ich werde hier alles vermieten. Ihre Verstärkung wird in das Feuer Gottes laufen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut, Bill. Jeder Dämon, der sich hierher wagt, wird in die Luft gejagt. Macht das schön, macht das schön, das ja. Das sollte reichen. Hör, das war eins, das sollte reichen. So. Dam, da, da, dam, dam. Wehrlose, unschuldige Tiere verletzen. Das können Sie vergessen, nie wieder. Oh. Das war ja wirklich grandios. Also, ein Wurfwester zu schmeißen, ist natürlich schon sehr, sehr gut. So. Zerstöre die Silos von. Ah, das habe ich immer schon gemacht, aber wir müssen uns hier mit dem Knirsch treffen. Mit dem Zip. Zippido. So, hallo. Sichere den Viehhof. War doch gemacht. Kommt hier jetzt echt noch irgendwas angefahren, oder was? Oh no, dude. Oh, und die Kühe. Oh shit, dude. Und da rennen sie weg. Oh Gott, die eine brennt. Die eine brennt einfach. Lauf, Kuh, lauf. Au. Kommen jetzt die zwei her, bitte schön, von hinten. Master. Scheiße. So, mehr. Eins und Nummer zwei. Und Number three und Number four. Der ist nicht gefallen, ich weiß. Boomer, du musst noch ein paar Leute klatschen. Zack, zack. Let's go, Bree. Da, hol dir den. Fassen, fassen, Boomer. Hol dir. Nicht durchs Feuer gehen. Neben mir rennt einfach einer. Oh, er fällt. Er rennt. Rennt, fällt. Boomer, hast du den? Ja, Boomer rennt, Boomer rennt. Und in 3, 2, 1. Oh, ich helfe dir ein bisschen. Was hat er jetzt? Er hat die Waffe abgenommen. Boomer, nice. Diese armen Kinder. Das geht mir dermaßen nach. Aber ich schätze, wir haben immer nachgewonnen. Trotzdem. Der ist er. Okay, gut. Das wäre erledigt. Haben wir jetzt ihn noch freigeschaltet als irgendwas? Sprengmeister, neuer Vorteil verfügbar. Oder ist er jetzt immer noch irgendwie eine Mission? Wir gucken mal ganz kurz. Also sobald er mal irgendwie stehen bleibt, jetzt. Die armen Tiere hier haben den höchsten Preis für unsere Freiheit entrichtet. Sie sind Helden, Patrioten. Ja. Wir werden ihre Opfer ehren. Denn die Geschichte lehrt uns, dass jeder große Triumph mit einer Tragödie beginnt. Hm. Es wird Zeit, mal etwas tiefer zu graben. Du fragst dich sicher wo. In der alten Goldmine. Daher kriegt die Regierung das Geld für diese ganze Operation. Ja, du hast gedacht, sie wäre geschlossen. Weil die Regierung das gesagt hat. Wer zum Teufel traut denn der Regierung? Ich sag's dir, das ist alles verbunden. Wir sitzen auf dem Zehnfachen von Fort Knox. Wir werden dieses ganze globalisierte Reich ins Wanken bringen. Ja. Und Amerika dem Volk zurückgeben. Diese Dämonen sprechen doch immer von einem Kollaps. Geben wir ihnen einen. Nimm diese Thermitladungen. Das ist das Zeug, das Tower 7 zum Einsturz gebracht hat. Kleb sie an alles Gold, das du findest. Die Lügner müssen weg. Ab in den Dreck, Baby. Wuhu! Was denn? Wartest du auf mich? Teufel, ich gehe in Ruhestand. Du hast doch alles gesehen. Die Scheiße wird mir zu viel. Na dann, wir haben Termit-Ladung von ihm bekommen. Nice. Fucking nice. Wo ist der Berg? Da hinten? 700 Meter entfernt? Ah, alles klar. Ah, die fahren an uns vorbei. Schade. Wir nehmen uns den Ding da vorne. Ne, wir nehmen uns den Auto. Und fahren damit. Ach so, Boomer kann ja eh nicht einsteigen. Ja, das ist so dumm. Nein, keine Mucke.
Das brennt ja immer noch da hinten. Ich sage mal, was zündet der denn nur alles an, der Kerl? Es geht ihm so nah. Oh. So. Au. Was war denn das? Das klang wie Raketenwerfer oder so. Nicht die Polizei rufen. Nein, nein. Und schnell die Dinger leeren. Oh, die haben einen Granatwerfer gehabt. Alles klar. Ich meine, einen Mörser. Shit, dude. Geht das auf? Nein. Hat auch mich zu entdecken. Oh, fuck. Bitteschön. Geisel befreit. Ah, da hinten ist er. Sehr gut. Komm her. Es gibt keinen Konflikt. Nein, nein, nein. Ja, kann ich machen. Aber im Moment ist es schlecht. So, ich rücke rüber mit C, glaube ich, gell? Ja. Boomer kann nicht einsteigen, alles klar. Wer liegt denn da rum? Ach Gott, sorry, Leute, sorry. Wollte ich wirklich nicht. Da vorne steht auch wieder jemand an der Straße rum. Ist das hoffentlich ein Feind? Ah, eine Geisel und ein Feind. Oh, fuck. So, ich bin ein Friedenspatron. Bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Keine Sorge, mach ich nicht. Die Ponys aus der Radarstation vertreiben, aber die haben Geiseln. Alleine schaffe ich das nicht, aber mit deiner Hilfe können wir sie vielleicht alle retten. Okay. Aber ich schmeck gerade. Oh fuck, das Feuer, das Feuer, das Feuer, das Feuer. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Hab ich Boomer erwischt? Nee, oder? Nee, Boomer geht's noch super. Shit. Irgendwas rumpelt und er jault. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich werde nicht markiert. Oh, fuck. Flankiert scheinbar. No, no, Power Rangers. So, platziere den Sprengstoff an verschiedensten Punkten. Also Thermit ist echt richtig krasses Zeug. Das brennt sich durch eigentlich so gut wie alles durch. Es ist bulleheiß. Das könnte cool werden, aber wo sind die Feinde? Aha. Es sind nur... Ah, na also. Okay. Boomer, kill den mal bitte. Danach den. Immer noch den. Sie haben die mich jetzt gesehen? Nee, ne? Okay, wartet. Komm schon. Na also. Boomer? Oh, Boomer ist down. Alles klar. Es hat sich ausgeboomert. Es hat sich vor allem ausgeschlichen. Au, von wo schießt er mich da oben an? Mist, ich will nicht, dass Boomer stirbt. Okay. Müssen wir ran. Komm. Das bringt irgendwie nichts. Was habe ich als Zweitwaffe? Ah, die da. Oh Gott, okay. Die killen uns auf jeden Fall. Das war nicht so klug, da so ranzugehen. Und komplett ohne Sneaky-Beaky-Waffen ist halt auch echt scheiße. Obwohl, Moment, unser Snipe ist doch Sneaky-Beaky. Oder haben wir jetzt eine andere aufgehoben? Na, das sehen wir jetzt ja gleich. Weil ich denke, wenn wir da richtig schön rumschleichen könnten, wäre die Mission auf jeden Fall machbar. Einfach so von weit weg alle wegsnacken. Aber das war jetzt ja eher schlecht, was ich da getrieben habe. Ein massives Datenleck bei einer der... So, massives Datenleck. Schlimm, schlimm. Guck mal, bist du wieder da? Ja. Haben wir jetzt... Wir haben das Scharfschützengewehr sogar ausgestattet. Ausgerüstet, meine ich. Hier optimal. Krass. Dann passt es natürlich schon. Dann kann ich jetzt vielleicht einfach ganz genüsslich wegholen. Erstmal den Scharfschützen da oben. Bumm. Weg ist er. Ich gehe ein bisschen den Berg da hoch. Von da müsste es ultra gut gehen. Sneaky beaky. Der sieht doch nice aus hier, oder? Wir knurren da rum.
Da ist einer. Okay, da unten sind zwei. Sieht doch von hier direkt viel machbarer aus, oder? Ganz ruhig, Boomer. Ganz ruhig. Wir nutzen erstmal den hier oben. Der ist scheinbar ganz alleine da. Krass, was ist das für einer? Okay, weg ist er. So. Oh! Was hat mich jetzt sofort gesehen, bitteschön? Was hat mich jetzt direkt entdeckt? Das ist doch ein Scherz. Der da hinten. Komm. So, weg ist er. Den da vorne noch. Der hat gar nichts mitbekommen. Er frisst aber gut. Ich meine, da, Boomer, hol du mal den da. Boomer. Hat er gerade eine Waffe aufgehoben? Also, falls einer näher kommt, kann Boomer sich auf jeden Fall um den kümmern. So, der ist auch weg. Kommen wir von hier irgendwie da. Aber wir sind direkt auf den ihrer Höhe, so oder so. Ja, nice. Sehr schön. Hallo, hallo. Komm, Takedown von oben. Schade. Ich dachte, das geht. Hättet ihr auch die Bienchen? Oh, die wären direkt hier drin gewesen. Schade. Das wäre eine coole Sache geworden, die Bienen auf die zu hetzen. Medipacks, sehr gut, sehr gut. Eine Kiste. Der Signal ist da unten. Den kann Boomer eigentlich auch platt machen, oder? Ja, der ist schon dabei. Boah, er frisst ihn einfach. Das ist schon grob. Ich glaube, das ist wirklich richtig krass, wenn du von einem Hund gefressen wirst, also einfach totgebissen und dann kaputt genascht wirst. Das ist schon echt cracker. So. Und zack. Oh, da drüben das nächste hin. Dankeschön. Raketenwerfer rum. Aha. So. Da oben noch die eine Ladung. Und dann macht's gleich zack, bumm. Mit ultra hottem Schotter. Wir sind voll, okay. Das klingt so nach Zeitzünder irgendwie. Macht einen leicht hektisch. Da oben. Oh, was haben wir denn da? Und eine geschriebene Sektnotiz. Hinten gibt es einen großen Kühlschrank in einem Müllcontainer. Echt schräg. Ich glaube, da mache ich später noch Zielübungen mit Schüsse auf Entfernung auf die Kühlschranktür. Okay. Extrem wichtige Information. Hä? Hallo? Hab schon gedrückt. So. Die Kultisten am Entschärfen hindern. Okay. Da muss ich hier jetzt hoch, ne? Eigentlich. Und jetzt hier schnell hoch. Und von da müsste ich eigentlich alles decken können. Oder? Bitteschön! Wow. Alter, ich schieße nur daneben. Okay, Boomer, hol sie dir. Ist oben einer? Ne, oben ist keiner. Sehr gut. Der Hund meint das ernst, ja. Der Hund meint das ernst. Pass auf. Weg von der Mine. Bombe meine ich. Weg ist er. Was? Wo? Wo wird was entschärft? Da oben. Dauert aber immer lang, bis die defused haben. Dann habe ich ja ultra die Zeit, eigentlich rumzurennen. Oder? Wenn das immer 30 Sekunden dauert. Da unten. Mach du mal den Ding down, bitte. So, der ist schon dabei, den zu killen. Nice. Damit auch defused. Hundi, mach du mal den da. Aber jetzt. Oh shit, wie komme ich da hoch? Schnell, 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 schnell. Krass. Muss ich echt ein weites Stück rennen. So, es hat sich ausgenutzt, Pisser. Erstmal schön in den Sack geboxt. Wenn man das eben so als Profi macht. Oh, er bringt einfach ein Ding mit: einen Raketenwerfer. Da unten ist noch jemand, Hundi.
So. Sehr gut, der ist down. Den kannst du dir als nächstes holen, genau. Ihr habt mir geschrieben, ich muss die so ein bisschen befehligen. Habt ihr vollkommen recht. Gerade ein Boomer muss ich echt sagen, was er zu tun und zu machen und zu lassen hat. Kann ich jetzt auch ein... Man kann auch einen Takedown von oben machen, ich wusste es. Der ist ganz schön krippelig da, der Kerl. Jetzt haben wir es ja gleich geschafft. Das ist auch ziemlich easy, oder? Da oben drüben ist ziemlich viel los. Nee, nee. Ist Boomer down? Nee. Da holt den mal bitte. Oh. Oh, da drüben wird gleich einer. Nein, 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 nein. Boomer, der da hinten auch noch, bitte. Danke. Au. Boomer, schnell, schnell, schnell. Hol ihn dir, hol ihn dir. Er darf nicht diffuseln. Nach 36 Sekunden. Sehr gut, du hast ihn. Da rennt einer hoch. Ne, der rennt runter. Okay. Oh, ist das hell. Ich krieg ihn wieder nicht. Gut, da unten ist keiner. Ich dachte kurz, da diffust auch einer. So. Da, Boomer, das ist deiner. Mach den gerade mal down. Nein, nein, nein. So. Boomer, du bist dran, gell? Jawohl, er ist schön dran. Da oben ist noch eine Person. Irgendwo. Ah, das ist der Heli, der uns da angezeigt wurde. Okay. Weil sonst passt es nämlich. Sonst haben wir alles im Griff. Dann gehe ich wieder runter. Boah, diese Lichteffekte sind schon echt geil. Let's go! Eine Kultistin schafft die Bombe? Scheiße. Da. Da sieht man schon. Die rasten jetzt gleich richtig aus, die Dinger. Ich versuche jetzt hier einfach mit dem Wingsuit runter zu gehen, wenn nachdem der gestorben ist da drüben. Möchtest du nicht sterben, du Pisspantoffel? Okay, Wingsuit hat super funktioniert. Geiler Scheiß. Ich glaube, weil ich in der Luft nachgeladen habe wahrscheinlich. Los geht's. Oh! Nee. Ja. Der Pisser raus aus dem scheiß Heli. Verdammt, das ist amerikanisches Heldentum. Die globale Strategie der Helden ist am Ende. Oh Gott. Der Krieg um unseren Verstand ist gewonnen. Die Dämonen haben von echten amerikanischen Kriegern aufs Maul gekriegt. Oh oh. Moment, 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 Moment. Ja, ja, du kannst deine Rede gleich weiterhalten. Ich will nur kurz die Truller rufen. Das nervt ultra. Da. Schatz, hör auf, ich bin am Funkgerät. Sorry, ich bin gleich da. Ich muss noch mal. Deine Taten haben Konsequenzen. Oh. Ich habe deine Freunde hier in Fort Stand versammelt. Und für deine Sünde. Okay, die Entsühnung. Story-Mission. Erreiche False End. Das ist Boomer, ne? Ich kann nicht auf ihn schießen. Doch, kann ich. Oh mein Gott, das tut mir irgendwie leid. Boomer, warum... Achso, er ist halt gerade jetzt getimeoutet, ne? Für, ja, nach 13 Minuten. Im Verstecken sind die nicht oh Gott, noch einer. Okay, alles klar. Leute, ich denke, das reicht jetzt auch eh erst mal... Wo kommt ihr jetzt her? Halt mal auf, die Frau runterzuballern. Du musst auf den Helik. Ah, sehr gut, danke. Ah, nice. Sehr schön, sehr schön. Okay. Das war schon krass. Hier ist ein Base-Jump, aber wo? Direkt hier, oder was? Ist das, ist da oben wahrscheinlich, ne? Okay. Wir haben nicht wirklich viel Muni dabei. Naja. Leute, das ist dann erstmal das Ende hier dieser Folge. Und nächstes Mal könnten wir dann den False End bereits schon ausrasten und wahrscheinlich gegen den John kämpfen. Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.